Herzlich willkommen bei Jefflog. Ich bin jetzt schon ein paar Mal gefragt worden, ob ich mal zeigen könnte, was wir so einkaufen, was wir so als Familie, als vierköpfige Familie, so brauchen. Vorweg, ich gehe immer zweimal die Woche einkaufen, meistens Anfang der Woche und meistens Ende der Woche, also im Regelfall Montag und es kommt immer darauf an, entweder Freitag oder Samstag früh. Und ja, ich war gerade einkaufen, weil heute ist Montag. Und da möchte ich euch einfach mal zeigen, was ich so gekauft habe. So, fangen wir mal ganz unspektakulär an. Ich habe Milch gekauft. Ich gehe zu Kaufland einkaufen, nur mal so. Es ist kein Product Placement oder ich wäre auch nicht bezahlt von Kaufland. Aber ich bin jetzt der Typ, der jetzt nie überall hinrennt und guckt, dort ist das 2 Cent günstiger, dort ist das günstiger. Sondern ich habe im Kaufland einfach so gut wie alles. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das handhabt. Ob ihr doch eher so von Laden zu Laden zieht oder... Ja, so wie ich, dass er sagt, okay, ihr habt es lieber auf einem Punkt und das ist besser. So, wie gesagt, ich habe 4-mal Milch jetzt gekauft, weil ein paar haben wir davon noch da. Das ist jetzt die 1,5% Fett. Ich weiß, Milch ist Gift, nichtsdestotrotz habe ich 4 Stück gekauft. Dann habe ich einmal Hackfleisch gekauft. Das sind jetzt 300 Gramm, weil am Mittwoch ist der Feiertag und da wird es vielleicht ein bisschen Nudel-Bolognese geben. Dazu einfach ein paar Spaghetti. Nochmal. Ja. Dann habe ich, weil Jonas gerne Käse isst, also Käseschnitte, habe ich einmal Käseaufschnitt gekauft. Das ist hier so verschiedener Käse, deswegen... früher habe ich immer den Gouda nur gekauft, aber um einfach ein bisschen Abwechslung reinzukriegen, Käseaufschnitt. Das sind halt 4 Scheiben Edamer, 2 Scheiben Tilse, da eine Scheibe Emmentaler drin. Einfach ein bisschen Abwechslung. So, dann habe ich einmal... Deli Reform, das ist eine Margarine, sage ich jetzt mal, die ist auch laktosefrei. Für alle, die laktosefrei machen müssen, könnt ihr nehmen. Warum wir die haben, kann ich euch gar nicht sagen, weil als ich Lorraine damals kennengelernt habe, hatte die schon und wir haben es halt beibehalten. Also es gibt mit Sicherheit noch bessere, aber wir haben die und ja, dann ist das so. So, dann hat sich Tanja... habe ich jetzt, ich glaube, 6 Stück mitgebracht, genau, von Monsterbacke hier ausgesucht mit dem Knisterzeug, also Erdbeer, Joghurt und Knister, das haben wir 6-mal mitgenommen. Dann haben wir, oder habe ich, Milchreis mitgenommen, in der kalten Variante einmal Milchreis-Schoko mit weißer Schokolade, das davon 2 Stück und dann habe ich einmal Milchreis mit Apfel, das insgesamt 3-mal. Ja, das ist so das, was ich, wenn dann, esse. Dann haben wir, da wie gesagt Mittwoch Feiertag ist und frische Brötchen ist halt immer so eine Geschichte, habe ich mal 2-mal Baguettebrötchen mitgebracht zum Aufbacken, dass wir einfach dann früh auch was zum Frühstück haben. Ja, so, ich lege das mal hier zur Seite auf den Stuhl. So, dann machen wir hier weiter. Ich habe mir mitgebracht einmal Cola-Orangen-Mix. Das ist das, was ich so gerne trinke. Also ich Spezi trinke sowieso mal gerne. Deswegen habe ich das so mitgebracht. Dann habe ich für mich einmal Salami-Sticks mitgebracht. Das sind 10 Stück drin. Das sind direkt die Verkaufler. Das sind sau lecker. Ja, genau. Geht auch preislich, muss ich sagen. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Dann habe ich für die Kinder 2 Donuts mitgebracht. Einen rosanen, einen Schokodonut. Ist auch nichts Besonderes. So, dann für Lorraine und mich zum Trinken Energy-Drink. Einmal der normale und einmal mit Apfelgeschmack. Also Lorraine trinkt eher den normalen, ich eher den mit Apfelgeschmack. Davon habe ich jetzt jeweils 2 Dosen, also 2-mal Apfel, 2-mal den normalen. Dann habe ich fürs Frühstück, was jetzt alle war, Waldfruchtkonfitüre mitgebracht. Die isst Lorraine so gerne. Dann habe ich einmal Kellogg's mitgebracht oder Wonder Zimt Teas. Ja, die günstige Variante von Kaufland schmecken genauso, kosten aber halt irgendwie nur ein Drittel von dem, was von Kellogg's direkt ist. Einmal die Zimtis und einmal die Funny Honey. Genau. Ja, das habe ich mitgebracht. Dann habe ich nochmal andere Nudeln, also Penne mitgebracht. Dann habe ich einmal Freilandhaltung Eier mitgebracht. Wir nehmen immer die Freilandhaltung. Dann wollte Tanja unbedingt die Salami im Brot probieren. Angeblich schmeckt ihr es. Ich weiß ganz genau, dass es nicht ist. Das bleibt wieder an mir hängen, dass sie es essen darf. Dann habe ich für Tanja und für die Mama Pringles mitgebracht. Die normalen mit der Paprika. Lorraine isst sie gerne scharf, aber dadurch, dass Tanja auch welche wollte, habe ich sie nur an Paprika mitgenommen. Dann habe ich einmal... ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Zwiebackfreund, überhaupt nicht. Und jetzt habe ich aber die Minis Black and White mal mitgenommen. Mal sehen. Und, wo ist es? Hier ist es. Einmal die Vollmilchschoko.
Mal sehen, wie die schmecken. So, dann habe ich Katzenfutter mitgebracht. Ja, Trockenfutter für die Katze halt. Nein, halt die Katze nicht. Einmal so ein 12er-Pack, genau, 12er-Pack Nassfutter. Auch nicht besonders, das normale von Kaufland. Unsere Katze ist ein bisschen wählerisch. Dann habe ich zweimal die Ofenfrische mitgebracht. Mit Salami. Muss ehrlich sagen, wir haben immer eine andere gehabt. Aber um einfach auch mal was anderes reinzukriegen. Also ich finde die eigentlich ganz gut. Muss ich sagen, ich habe die jetzt letztens, Lorraine hat die einmal mitgebracht für Tanja. Weil Tanja die unbedingt haben wollte. Letztendlich habe ich sie gegessen. Ich fand die gut und deswegen dachte ich, okay, nimmst du nochmal mit. Die habe ich zweimal mitgebracht. Ja, das. Und, ach ja, und dann habe ich noch einmal, habe ich jetzt immer in der Werbung gesehen, Werther's Original Karamell Popcorn mitgebracht. Dort bin ich gespannt, wie das schmeckt. Werde ich auch auf Instagram mal ein Bild posten und vielleicht mal meine Meinung dazu schreiben. Ich denke, für ein Video ist es nicht weiter. Ist halt nur ein was zu probieren. Aber das habe ich gedacht, okay, ich probiere das mal. Und ja. So, das war's. Mehr ist es nie. Wie gesagt, es ist recht langweilig. Ich habe noch einmal ein 6er-Pack zu trinken mitgebracht, was wir halt so unter der Woche brauchen. Ja, ansonsten, wie gesagt, war's das. Mehr habe ich nie. Das hat mich jetzt gekostet knapp 50 Euro, 49 Euro irgendwas. Ja, der Korb war voll, war in Ordnung. Ja, genau. Das war mein Einkauf heute. Heute ist der, jetzt muss ich selber gucken, was heute für ein Datum ist. Heute ist der 29. April. Genau, also wie gesagt, das ist jetzt der Einkauf vom 29. April. Das Video werde ich auch heute noch raushauen. Also wenn ihr das jetzt seht, habe ich das jetzt gerade erst eingekauft sozusagen. Ja, ansonsten war es das. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst einen Daumen da. Dann sehe ich das und dann mache ich das jetzt gerne öfters, wenn ihr das möchtet. Ansonsten, ja, dürft es gerne teilen. Nur bleibt mir nur zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.